Gut, heißes Thema, heißer Abend. Ganz herzlichen Dank, dass ihr den Weg hierhin gefunden habt. Ich möchte relativ kurz und zack euch eine Einführung geben in dieses Thema 5G. Als mich Peter ich weiß nicht, vor wie vielen Wochen gefragt habe, ob ich da etwas machen würde, habe ich fast ein bisschen blauäugig zugesagt. Ich habe dann etwa 100 Stunden vorbereitet. Es gibt so viel Material über 5G. Und die Schwierigkeit war, das so zu kürzen, dass es wirklich das Wesentliche zusammenfasst. Und das ist das, was ich euch heute Abend wie mitgeben möchte. Also, gut. Meine Devise ist, nicht resignieren, sondern reagieren. Wir müssen schauen, wo die Entwicklung hingeht. Und da gibt es einige Dinge, wie herauszufinden und zu wissen über dieses Thema. Es wird ganz viel geschrieben. Und ich habe Artikel gefunden, die sind haarsträubend. Das ist so Endzeitszenario und andere sind wirklich fantastisch gutgläubig. Und irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich dann die Wahrheit liegen. Und ich bitte euch wirklich eindringend, nehmt das als das, was ich zusammengetragen habe, auch wenn ich natürlich Zitate von Wissenschaftlern bringen werde. Bitte untersucht danach selber, was das für euch wichtig ist. Man muss sich heute wie auf verschiedenen Kanälen informieren, damit man möglichst ein objektives Bild bekommt. Die Kluft zwischen Pro und Contra, die hat mir als erstes so ein bisschen Sorgen gemacht. Und ich möchte ganz wie offiziell mal damit beginnen zu fragen, wer hat Freude am Fortschritt? 5G steht für Fortschritt. Das kann ja auch spannend sein, sich in ein Auto zu setzen und die Zeitung zu lesen, anstatt zu steuern. Also wer ist auf dieser Seite? Also darf man ruhig mit einem Handheben kennzeichnen. Man kann auch der Meinung sein, wir dürfen den Anschluss nicht verpassen. Das haben wir von Doris Leuthard ganz oft gehört, immer und immer wieder, fast wie eine Predigt. Wir dürfen den Anschluss nicht verpassen. Wer hat die Meinung, ja, wir müssen irgendwie technisch auf dem Standpunkt sein, damit wir nicht hinten plötzlich das Schlusslicht ausmachen? Wer hat dort die Meinung? Das ist auch nicht gerade viele Wortmeldungen. Ich gehe auf die andere Seite. Auf der Kontraseite kann es sein, dass man Angst hat vor Kontrolle. Viel wird geschrieben über dieses System, dass es die Möglichkeit gibt, Menschen zu kontrollieren, nicht nur Maschinen zu kontrollieren. Wer denkt, dass dort etwas dran ist, also vielleicht kurz, damit ich sehe, wo der Saal ist, ja? Oder man kann natürlich auch Bedenken wegen der Gesundheit haben. Wer hat Bedenken wegen der Gesundheit? Ja, das sind am meisten. Und dann gibt es natürlich auch noch die Mitte, wo man sagen kann, ja, 5G wird schon recht sein. Wenn es die Politik ja irgendwie und die Wirtschaft versucht zu mobilisieren, dann wird es bestimmt irgendwie schon recht sein. Ich möchte, dass ihr am Schluss so wie noch einmal Stellung beziehen könnt und schauen könnt, wo seid ihr wirklich nach diesen Informationen, die ich euch jetzt gleich geben werde. Man darf bei diesem Thema den Humor nicht verlieren. Deshalb beginne ich mit einem kleinen Witz. Der eine Vogel also ist besorgt und sagt, ich bin sehr besorgt. Die Zukunft gehört der drahtlosen Kommunikation. Manchmal braucht es ein bisschen, bis man versteht, um was das es geht. Und den Humor darf man nicht verlieren, wenn man zum Beispiel die Position der Bundesämter anschaut. Ich habe jetzt hier von Deutschland die Meinung vom Bundesamt für Strahlenschutz, wenn ich wieder die Aufmerksamkeit hier halten kann, ist eigentlich noch ganz vernünftig. Jede Strahlung ist so gering wie nur eben möglich zu halten. Das ist sehr sinnvoll. Wenn man aber dann Dr. Gunde Ziegelberger hört, wie er in einem Interview antwortet auf, wie viel man forscht darüber und der Journalist dann Folgendes notiert hat, man muss die Risiken von 5G zwar erforschen, aber erst nach dem Ausbau. Willkommen.
Wie sich der neue Antennentyp auf die Exposition der Bevölkerung auswirkt, das werden wir in Forschungsvorhaben begleiten und beobachten. Also ihr seid das Forschungsvorhaben. Willkommen im Kaninchenbau. Also wir sind letzten Endes als Menschen Versuchskaninchen. Erstaunlich. Und wenn man jetzt in die Wissenschaft reinschwenkt und mal schaut, was ist eigentlich in der Forschung bereits rausgefunden worden, habe ich ein paar Dinge zusammengesammelt. Da ist zum Beispiel Dr. Roger Santini, ein Franzose, belegte in Frankreich das Auftreten von vielen Krankheiten bis hin zu Krebs in Abhängigkeit von der Entfernung zur Mobilfunkantenne. Also je näher, desto mehr waren die Gesundheitsschäden. Die Ergebnisse waren eindeutig. Dr. Santini wurde entlassen. Es geht weiter. Dr. George Carlo, ein Amerikaner, fand in der größten amerikanischen Mobilfunkstudie eine eindeutige Erhöhung der Tumorrate bei der Nutzung von Mobilfunktelefonen. Und nicht nur das, er hätte ein System herausgefunden, wie es viel, viel weniger schädlich ist. Was ist geschehen? Die Geldgeber verboten die Veröffentlichung. Dr. Carlo hielt sich nicht daran, er verlor seinen Job, sein Haus wurde angezündet und sein Ruf diskreditiert. Also er hat zu Hause dann weiter geforscht und sein Haus ist dann angezündet. Es war Brandstiftung, man kann es natürlich dann nicht rekonstruieren, wer es war, aber es war Brandstiftung. Wenn es weitergeht, haben wir Professor Dr. Peter Sem. Er untersuchte im Auftrag der Deutschen Telekom die Wirkung von Mobilfunk auf Vögel. Ergebnis: schwere Schäden, Missbildungen etc. Die Veröffentlichung der Studie wurde von der Telekom verboten und Professor Sem wurde entlassen, weil er sich nicht an das Verbot hielt. Also nur um zu zeigen, es gibt Studien. Die Frage ist, was man mit den Studien macht. Oder hier Dr. L. von Klitzing wies an der Universität Lübeck das Auftreten pathologischer Hirnströme durch Mobilfunkbelastung nach. Also man weiß, wie sich Hirnströme verändern, bevor sich eine ernsthafte Krankheit bildet. Und genau das hat er untersucht und belegen können. Er wurde entlassen mit der Begründung, dass die Uni keine weiteren Forschungsgelder mehr bekomme. Und in diesem Stil geht es weiter. Professor Dr. Karl Hecht, wirklich ein guter Wissenschaftler, untersuchte im Auftrag einer Telekommunikationsbehörde verschiedene Studien. Er hat also verschiedene bestehende Studien verglichen und konnte schwerste gesundheitliche Schäden durch Mobilfunk belegen. Seine Arbeit verschwand spurlos im Keller der Behörden. Also ist zensiert worden. Dann eine der größten europäischen Studien, die gemacht worden sind, die Reflexstudie. Die europäische Reflexstudie zeigte die gentoxische Wirkung von UMTS, das ist das 3G-Netz, bei geringen Feldstärken auf. Die Studie wurde mehrfach bestätigt. Das ist, was wissenschaftlich enorm wichtig ist. Wenn verschiedene Laboratorien die Studien bestätigen können, dann muss man sagen, ja, das hat Hand und Fuß. Was ist passiert? Der Professor Lerchel, der ehemalige Vorsitzende der Deutschen Strahlenschutzkommission, also der eigentlich die Aufgabe hätte, die Bevölkerung zu schützen, startete eine Rufmordkampagne gegen die Forscher mit der Behauptung, die Studie sei gefälscht. Es ist lange gegangen, bis das, also über viele Gerichtsinstanzen, bis das wieder gerade gebogen worden ist. Aber durch die Presse ist natürlich die Reflexstudie dann zerfetzt worden. So wird geforscht. Also das so viel zur Objektivität, wenn es um Wissenschaftlichkeit geht. Und wenn wir gerade in diese Reflexstudie reingehen, das ist nur ein kleiner Teil von dieser Reflexstudie, die wurde 2004 gemacht. Das ist eine Elektronenraster-Mikroskop-Fotografie von unserem Zellkern, also von der DNS. Und so soll das aussehen. Wenn man den Zellkern jetzt radioaktiv bestrahlt, also mit ionisierender Strahlung, und zwar mit einer erheblichen Dosis, da steht 1600 Röntgenbilder gemacht, das gäbe die Dosis, passiert Folgendes. Die DNS wird eigentlich zerpflückt, also es gibt Strangbrüche,
Und das gibt dann eine andere Lichtreflexion bei diesem Bild. Hier sieht man, dass die DNS nicht wie hier noch intakt ist, sondern es gibt Teile, die sich da wie ein Lego-Baukasten auseinandernehmen. Und das, was jetzt am erstaunlichsten ist, man hat immer gesagt, Hochfrequenz, also unser Mobilfunk, ist nicht ionisierend, sollte also keine Zellstrangbrüche verursachen. Hier hat man nur 24 Stunden mit einem 3G-Handy, UMTS, mit einem SAR-Wert, das sind eigentlich die mittleren Geräte, 1,3, also die höheren iPhones zum Beispiel geht auf 2 mit dem SAR-Wert, ist also nochmal die Hälfte stärker dabei. Und allein nach 24 Stunden Bestrahlung dieses Zellguts hat man dasselbe Bild wie bei der ionisierenden Strahlung mit Radioaktivität. Und das hätte eigentlich aufhorchen machen sollen. Und die Strahlenschutzkommission wehrt sich dagegen und sagt dann, dass die Forscher getrickst hätten. Was übrigens gerichtlich dann man hat das zurückziehen müssen. Kann ich die Fragen am Schluss nehmen? Weil sonst kriege ich ein Problem mit dem zeitlichen Rahmen. Und jetzt kommt ein denkenswürdiges Zitat: Bei der Bestrahlung menschlicher Blutzellen, also das könnte eben auch ein Teil einer Blutzelle sein, mit elektromagnetischen Feldern wurde eine Schädigung der Erbsubstanz nachgewiesen. Es gibt Hinweise auf ein erhöhtes Krebsrisiko. Und das Erstaunliche ist, dass das in einer Patentschrift für der Swisscom über WLAN-Geräte steht. Also man weiß es auch. Es ist wirklich, bis ins Patentamt ist es niedergeschrieben, dass es Schwierigkeiten gibt. Und trotzdem wird von öffentlicher Stelle zu wenig reagiert darauf. Schauen wir mal, was die nächste Generation jetzt bringen sollte, 5G. Es wird natürlich immer mit diesen Wagen, die dann automatisch gesteuert werden, wird geworben. Natürlich kann man mit so einem System, kann man den Verkehrsfluss optimieren. Und beim heutigen Verkehrsaufkommen ist das natürlich schon eine Idee, die Sinn machen könnte. Aber es geht dann so weit, dass man mit 5G den Kühlschrank automatisiert, dass er autonom bestellt, Milch nachbestellt oder Butter nachbestellt, wenn nichts mehr da ist. Das mag ja noch interessant sein. Aber dann für die jungen Mütter, dass dann die Windeln einen Chip drin haben, die dann aufs Smartphone senden, dass die Hose voll ist jetzt. Das ist dann schon fast etwas absurd. Oder es wird jedes Kleidungsstück wird dann bechippt. Wenn man seinen Lieblingspullover nicht mehr findet, kann man im Smartphone seinen Lieblingspullover anklicken und der wird dann geortet und man weiß dann, er ist in diesem Schrank heute. Was nie kommuniziert wird, was das für einen enormen Schrott gibt. Wer von euch denkt, dass dann jeder diesen Chip aus der Windel rausnimmt, bevor die Windel entsorgt wird? Die stinkt ja. Oder all die Dinge, die verchippt werden. Und das ist alles Material, eben zum Beispiel seltene Erden, die vor allem eben in China geschürft werden. Und das ist Sondermüll. Also wir stehen hier von einer Erfindung, die massiv mehr Sondermüll produzieren wird. Ich frage mich, können wir uns das leisten? Das ist aber nicht alles. Also etwas, was mich nachdenklich gemacht hat. Ein Gehirn, das unterfordert ist, verliert an Kapazität und Kreativität. Das sieht man bei den Alterssiedlungen. Wenn man zu wenig die Gehirnkapazität fördert, dann reduziert sich die Gehirnleistung. Also wir werden nicht nur Alterdemenzprobleme haben, sondern auch jugendliche Demenz plötzlich produzieren. Wir müssen unser Gehirn fordern. Und es ist gut daran zu denken, ob jetzt mein Kind die Windeln voll hat oder nicht. Oder zu wissen, wo, dass ich das letzte Mal meinen Pullover abgelegt habe.
Das ist eine Gehirnkapazität, die muss trainiert werden und die dürfen wir nicht einfach einer Technik übergeben. Das verändert das ganze soziologische System bei uns. Wir würden alle letzten Endes ein bisschen debiler werden, ob uns das weiterbringt. Klar können wir dann einen Roboter engagieren, aber das bringt uns letzten Endes gesellschaftlich nicht weiter. Dann kommt das große Argument, das eigentlich auf der Philosophie von Julius Caesar gründet, Panem et Circenses. Es gibt dem Volk Brot und Spiele, so lässt es sich nach deinem Willen regieren und es wird dich gerne wiederwählen. Mit Spielen kann man Systeme verkaufen. Und hier kommt jetzt das wirklich nachdenklich Stimmende. Im Spiegel 2018 erschienen, November, all die Eltern, die bei Google und Facebook arbeiten, also mehr oder weniger die Architekten dieser Systeme, mit denen wir spielen, erlauben ihren Kindern nicht, die Produkte zu nutzen, die sie selbst entwickeln. Interessant, hä? Die Kids im Silicon Valley kriegen alle keine Handys und dürfen sich vor keinen Bildschirm setzen, bis in ein gewisses Alter. Weshalb wohl? Ist es das Gesundheitliche oder ist es das Degenerative des Gehirns, was Sie hier versuchen zu vermeiden? Ich kann es nicht beantworten, aber es ist wichtig, dass wir uns diese Fragen stellen und dass wir die vielleicht auch mal einem Politiker stellen, bevor er da das nächste Mal sagt, wir müssen schauen, dass wir nicht ins Hintertreffen gelangen. Wir spielen außerdem mit unserer Technik russisch Roulette mit der Natur. Ich kann nicht sagen, wie viel das von diesen Internetbeiträgen dann tatsächlich stimmen. Zehntausende angeblich kranke Bäume werden gefällt. Was steckt dahinter? Also es gibt Artikel, die sagen, es gibt Zonen in einer Funkschneise, das sind die Bäume im Weg. Gerade für 5G, das absorbiert, da wird sogar von Bäumen sehr viel absorbiert. Plötzlich sind also die Bäume für unsere Technik im Weg. Erstaunlich. Und dann kommt das große Problem. Was mit der Hochfrequenz? HF ist Abkürzung für Hochfrequenz. In Resonanz geht, wird auf der Ebene der DNS, also der Erbsubstanz, geschädigt. Und das meine ich mit dem russischen Roulette, mit der Natur. Schauen wir uns das mal an beim Baum. Bereits 1992 hat Professor Dr. Ing. Günther Kass an der Universität der Bundeswehr geforscht und gesagt, die Nadeln und Blätter unserer Bäume sind wie kleine Antennen. Sie reagieren auch auf die schwächste Hochfrequenzstrahlung. Das Bild habe ich aufgenommen. Ich habe da bei einem Nadelbaum habe ich beobachtet, dass es komisch ist, dass er plötzlich sehr viel gelbe Nadeln produziert, obwohl nicht Trockenzeit war. Und das Geheimnis liegt in den Frequenzen, die in Bezug sind mit der Wellenlänge und dann der relevanten Antennenlänge. Beim 2G-System, also das GSM, das älteste, das jetzt noch läuft, sind wir mit der Antennenlänge 9,4, haben wir optimale Resonanz. Also alle wie biologischen Systeme, die diese 9,4 haben, die haben das Nachsehen. Bei 3G geht es dann auf 4,2 cm. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass dieser Nadelbaum in etwa bei diesen 4,2 cm war. Als UMTS nach 2001 aufgeschaltet worden ist, haben einige Bäume Schwierigkeiten damit gehabt. Dann kommt 4G, das ist bei 2,9 cm und 5G, da ist jetzt das Erstaunliche, da gehen wir von 2,1 cm bis 2,5 mm, später sogar bis 1 mm. Dann kann es sein, dass viele Schweißdrüsen ideale Antennen werden. Das ist das, was Hautärzte auch befürchten. Also wir sind dann in Antennenlängen, die, mit denen wir wirklich den ganzen Körper aufgebaut haben. Je länger die waren, desto weniger hat es uns Probleme gemacht. Jetzt werden sie kürzer und kürzer und interagieren viel stärker mit unserem biologischen System.
Wir sollten aber nicht nur an uns denken, sondern wenn wir die Biene jetzt anschauen, die hat natürlich da dann in diesen Größenordnungen sehr viel biologische Systeme, mit denen sie in Resonanz geht. Studien zeigen unmissverständlich auf, dass Mobilfunkstrahlen die Bienen stört. Verwirrung der Arbeiterbienen, also die wissen dann nicht mehr genau, was sie zu tun haben. Sie finden nicht in den Stock zurück, deshalb gibt es dann immer kleinere Populationen. Das Immunsystem fällt zusammen, dann kommt eben die Maroba-Milbe eben, sie ist viel anfälliger. Und schließlich machen die keine Brutaufzucht mehr. Das ist wirklich frappant. Und wenn man weiß, dass in den letzten 15 Jahren, in Deutschland ist das untersucht worden, in 15 Jahren haben wir 80% der Insekten verloren. Wir sind auf einen Fünftel runtergeschrumpft in 15 Jahren. Wer in der Presse, wer in der Politik stellt die Frage, was da dahinter ist? Natürlich ist es eine Interaktion dann auch mit Spritzmitteln. Aber Spritzmittel gab es auch schon vor 15 Jahren. Und es kann sein, dass dann eben dieses elektrische Signal genau das Fass zum Überlaufen bringt. Und die Vögel ziehen natürlich dann nach. Wenn die Insekten fehlen, dann nimmt auch die Vogelpopulation ab. Eine Statistik, die ich gelesen habe, also 40% sind schon verschwunden. Und wenn immer weniger Insekten da sind, also das ist die Hauptnahrung von den Vögeln, also dann geht es auch dort wieder weiter unten. Das ist von einer privaten, aus 15 Meter entfernt von meinem Wohnhaus eine Sendeanlage installiert wurde, sind alle Vögel schlagartig aus dem umliegenden Garten verschwunden. Beobachtung, und ich mache das absichtlich rein, dass ihr auch beobachtet, was passiert eigentlich, wenn irgendwo eine Antenne kommt. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir uns fragen, wie übergeben wir die Erde an die nächsten Generationen. Die Indianer haben gesagt, jeder Entscheid muss 7 Generationen im Voraus erwogen werden. Wenn man sagen kann, bis in die 7. Generation gibt das keine Probleme, dann machen wir es. Wenn man das nicht sagen kann, machen wir es nicht. Hier kann niemand bis in die 7. Generation sagen, dass wir mit diesen Mobilfunksystemen kein Problem erzeugen. Und dann finde ich es erstaunlich und verständlich, dass eben Jugendliche beginnen, auch wie aufzustehen, also wie die Greta Gutenberg, die für den Klimaschutz sich einsetzt oder da an der neulichen Demonstration in Bern dieses Kind, das halt 5G anders definiert. 5G ist bereits im Aufbau. Wer will, kann über die Admin-Geo-Admin-Seite, man kann einfach googeln, Funksender, Karte, kann man finden, welche, wo, dass die Antennen bereits installiert sind. Man kann auf der linken Seite einstellen, welchen Standard, dass man angezeigt werden möchte. Grün ist jetzt nur 5G. Und ich habe auf der Webseite bei mir auch die 3 Petitionen. Ich finde es wichtig, dass man Stellung bezieht. Ist 5G wirklich ein Fortschritt? Das ist ja das, was uns von der Politik wie gepredigt worden ist. Wir brauchen das, um nicht ins Hintertreffen zu kommen. Und ich möchte hier ein paar Fragen stellen oder Folgen aufzeigen. Wir werden höhere Grenzwerte akzeptieren müssen. Können wir uns das tatsächlich leisten mit zum Beispiel dem Rückgang der Insekten oder mit den Schäden, die wir bereits bei den Pflanzen haben oder mit der Schlaflosigkeit oder wie die Dame hier mit der Elektrosensibilität? Können wir uns das leisten? Nee, ich denke nicht. Natur und Mensch drohen noch mehr aus der Balance zu kommen. Das ist alles eigentlich wissenschaftlich erklärbar, wenn man diese Studie nicht unter dem Deckel halten würde. Die kleineren Wellenlänge wird von biologischen Systemen absorbiert. Also mit 5G werden wir viel mehr der Strahlung auf der Haut absorbieren. Die Hautärzte schlagen bereits Alarm.
aber sind ja auch nicht gefragt worden. Außerdem werden 8 Milliarden Handys bald Sondermüll sein. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wir haben jetzt mehr Handys als Menschen auf dem Planeten. Und immer noch mehr als 2/3 haben keins. Wo sind alle diese Handys? Also viele haben 3. Der Stromverbrauch wird vielfach erhöht und das finde ich wirklich das Absurde, dass darüber nie gerechnet worden ist. Ich werde darauf zurückkommen. Die Rohstoffe der Erde werden weiter ausgebeutet und damit dann auch natürlich ein bisschen die Kinderarbeit. Unzählige Mikrowellensender treiben die Klimaerwärmung weiter an. Und das ist erwiesen. Diese Strahlung ist völlig verwandt mit einem Mikrowellenherd. Einfach weniger stark. Aber je mehr Sender wir haben, desto mehr werden wir eine Stadt in einen kleinen Mikrowellenofen verwandeln. Und das gibt eine Erwärmung. Gut, ich hoffe, dass der Rhythmus so für euch stimmt. Es sind einige Informationen, ich weiß es. Und ich möchte jetzt ein bisschen weiter in die Technik mal reingehen. Eines der großen Probleme ist das, dass es gepulst ist. Das ist die Biene auf dem Bild, die sich bemerkbar macht. Wir wissen sehr gut, dass gepulste Signale auf den Menschen stärker einwirken als ungepulste. Gepulste Mikrowellen greifen tief in biologische Prozesse mit ein. Und gepulst ist so, wenn man das von der Wellencharakteristik anschaut. Das, was hier unten klein ist, das ist eigentlich der Datentransfer. Sei das ein Gespräch oder ein Download. Dann haben wir in einer größeren Stärke haben wir technisch bedingte Impulse. Also da kommt dann wieder mal wie ein Impuls, der muss etwas halt wie regulieren in der ganzen Technik. Und das gibt dazwischen Lücken. Es ist also wie, wenn wir die Trommel benutzen. Und ein durchgehender Ton ist weniger schwierig zu verarbeiten als einer, der ständig trommelt. Oder sonst schenk mal deinem Patenkind eine Trommel, dann wirst du es merken, wie sich das anfühlt. Und das Problem von der Pulsfrequenz sieht folgendermaßen aus. Also wir haben ein Datenpaket, dann kommt eine Pause, dann das nächste Datenpaket. Also alles, was an Daten geschickt wird, wird heute paketweise versandt. Und diese Ausschläge, das ist ein riesenschnelles Morsealphabet. Also das müssten wir den Finger 1 Milliardenmal in der Sekunde drücken können, um dort mithalten zu können. Können wir nicht. Und das kann der Körper nicht mehr differenzieren. Aber es entsteht eine sogenannte Pulsfrequenz und die ist das Problem, technisch gesehen. An einem Beispiel beim WLAN, der hat eine Pulsfrequenz von 10 Hertz. Auch Bluetooth hat eine Pulsfrequenz von 10 Hertz. Das ist also 10-mal in der Sekunde wird ein Datenpaket gesandt. Und was man weiß, ist, dass die Nebenniere angeregt wird dadurch. Und viele erzählen, wenn sie den WLAN eingeschaltet haben, wow, das fühlt sich gut an. Ja, am Anfang. Weil dann wird die Nebenniere angeregt. Wir haben mehr Adrenalin zur Verfügung, manchmal auch mehr Cortisol. Das kann dann eine Entzündung plötzlich irgendwie hemmen. Das Problem ist, wenn man ein Organ ständig aktiviert, geht es in die Erschöpfung. Am Anfang in die Überaktivität bis Aggressivität und dann in die Erschöpfung hinein. Das hat man gemerkt in vielen Schulen. Wenn WLAN-Systeme eingeschaltet worden sind, sind die Kinder aggressiver aufeinander geworden. Und so hat jedes System seine Pulsfrequenz. Wer noch ein Funktelefon zu Hause hat, hat eine 100 Hertz Pulsfrequenz. Der G2-Standard war auf 217 gepulst, der 3G-Standard auf 1500. Und jetzt kommt es darauf an, wie unser Gehirn und unser Nervensystem auf diese Pulsung reagiert.
Und auf das komme ich später noch einmal zum Vertiefen rein. Aber was spannend ist diesbezüglich, ist, in der Gentechnik werden diese Impulse genutzt, um die DNS kurzzeitig so zu stören, dass sie ein fremdes Gen einbaut, dass dieser Einbau möglich ist. Man kann also die DNS mit dieser gepulsten Frequenz stören, damit man etwas anderes einbauen kann. Hier hat man das Gen eines Glühwürmchens in eine Pflanze eingebaut. Also man sieht jetzt diese Pflanze nachts, die kann jetzt, wie ein Glühwürmchen, kann die jetzt Licht erzeugen. Wie sinnvoll das biologisch ist, das sei dahingestellt. Aber so funktioniert es. Man stört mit der Pulsfrequenz, stört man kurzzeitig die DNS und sie kann sich dann verändern. Das ist das, was frappant ist. Deshalb ist in der Reflexstudie eben gezeigt worden, dass die DNS sich auseinander, die wird wie auseinandergenommen, dadurch, dass sie 24 Stunden nur mit einem Hochfrequenzsignal bestrahlt worden ist. Man kann aber mit den Pulsfrequenzen auch das Gehirn beeinflussen. Gepulste Mikrowellen verändern die menschlichen Gehirnströme. Das ist im Elektroenzephalogramm bei Strahlungsstärken von 1000 Mikrowatt pro Quadratmeter nach wenigen Minuten nachweisbar. Nach der NIS-Verordnung darf eine Mobilfunkantenne bis 90.000 Mikrowatt auf dein Bett strahlen. Bereits ab 1000 Mikrowatt wird also dein Gehirnstrom verändert über gepulste Frequenzen. Auch Embryos reagieren. Wir haben befruchtete Hühnereier in einem Brutschrank mit Mikrowellen der Stärke unterhalb unserer aktuellen deutschen Grenzwerte bestrahlt und damit ausnahmslos jedes Embryo getötet. Kein einziges Küken ist geschlüpft, keines hat die Strahlen überlebt. Professor Dr. Andreas Varga, Heidelberg. Es gibt schon viele Aborte, die man vermutlich auf das Tragen des Handys in der Handtasche zurückführen kann. Ich habe zwei Frauen begleitet. Ich wusste es erst nach dem Abort, also dass man dann eben auch zeigen kann, was passiert in der Nähe der Handtasche. Wenn Kükenembryos draufgehen können, können halt auch menschliche Embryos draufgehen. Gut, jetzt gibt es zwei Ebenen, die thermische Wirkung und die nicht-thermische. Und die möchte ich euch als nächstes wie differenzieren. Hier sehen wir eine Thermografie, also ein Wärmebild von einem Kopf. Man sieht, es gibt einige Stellen, die sind etwas heißer. Meine Stirn wäre jetzt wahrscheinlich wegen dem Sprechen auch etwas heißer. Vielleicht auch bei euch beim Zuhören, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das ohne Telefonieren und das ist mit Telefonieren. Also nach einem 15-minütigen Anruf mit dem Handy hat sich das Gewebe erwärmt. Das ist das Einzige, was im Grenzwert mit berücksichtigt worden ist, dass wir nicht zu stark gekocht werden. Es darf nicht wesentlich mehr als ein Grad heiß werden nach einem 20-minütigen Telefongespräch. Was aber bereits Schulen oder eben Jugendforscher herausgefunden haben, ist, dass es andere Effekte gibt. Das ist eine Dunkelfeldmikroskopie unseres Blutes. Das ist Hämoglobin. Also jedes Kringel ist ein rotes Blutkörperchen mit der Aufgabe, Sauerstoff zu transportieren oder CO2 abzutransportieren. Nach 3 Minuten Telefonieren, also hier waren es 15, nach 3 Minuten Telefonieren hat sich das Blut begonnen zu verklumpen. Man spricht vom Geldrolleneffekt. Blut, das so aussieht, kann nicht mehr den Körper gleich gut versorgen, wie Blut das so ist. Und jetzt haben die Schüler sogar herausgefunden, auch wenn man 2 Meter Abstand hat vom Handy, hat man immer noch das. Also es ist
Das Blut reagiert nicht nur auf das Nahfeld, was ja die Erhitzung tut, sondern auch auf ein ferneres Feld gibt es eine Reaktion. Also mit 2 Meter Abstand. Wenn du am Zug fahren bist in einem Abteil, kann es sein, dass du 5 Handys oder 6 Handys wesentlich näher als 2 Meter hast. Verändert dir dein Blut. 2011 hat die WHO Handystrahlung als möglicherweise krebserregend eingestuft. Das ist dieselbe Gefahrenstufe wie die Pestizide, zum Beispiel DDT, Chloroform, aber auch Schwermetalle oder Autoabgase mit dem alten Bleikraftstoff. Gleiche Gefahrenstufe. Obwohl das so ist, beschließt der Bund, dass er das nächste System grün durchwinkt. Ist für mich irgendwie nicht schlüssig, nicht nachvollziehbar. Also stellen wir mal die Frage, wer macht eigentlich die Grenzwerte? Es muss doch jemand irgendwie dafür gerade stehen und wie Verantwortung übernehmen. Da gibt es eine Institution, die nennt sich IGNIRP, International Commission of, also zum Schutz der vor nicht ionisierender Strahlung. Und das ist ein schlauer Verein, werden wir sehen. Die haben sich dieselbe Postadresse genommen wie die WHO in München. Das gibt irgendwie so einen offiziellen Anstrich. Hat aber mit der WHO nichts zu tun. Aber sie empfiehlt der WHO, welche Grenzwerte, dass wir als Bevölkerung ertragen müssen. Und die WHO, die gibt das dann weiter an die verschiedenen staatlichen Behörden. Auch die Gerichte richten sich dann nach dem. Also steht ganz oben die IGNIRP. Und wenn man weiß, dass die IGNIRP ein privater Verein ist, du kannst dort nicht reingewählt werden. Die sind nur auf Empfehlung, also das ist so wie ein Altherrenclub. Wenn der eine irgendwie in die Pension gehen will, dann besprechen sich die anderen ab, wenn sie mit reinnehmen wollen. Und so ist das Hauptgewicht ist dort von der Mobilfunkindustrie drin. Das ist vergleichbar, wie wenn wir dem Automobil-Rally-Club die neuen Innerorts-Hochgeschwindigkeit irgendwie entscheiden, also die Geschwindigkeitsbeschränkung entscheiden lassen würde. Also direkt aus der Mobilfunkindustrie kommen die Grenzwerte. Ist interessant. Auch in der Schweiz. Die Schweizer Grenzwerte richten sich also auch nach der IGNIRP. Für die Bevölkerung heißt das nach der NIS-Verordnung, nicht ionisierende Strahlenverordnung, 5 bis 6 Volt pro Meter. Die Arbeitsplätze 10-mal mehr, 61 Volt pro Meter. Und jetzt merkt man, dass man mit 5G ein Problem hat. Und jetzt müssen die Grenzwerte eigentlich nach hoch gefahren werden. Von 5 bis 6 Volt, das 15-fache auf 90 Volt pro Meter. Wenn dir jemand mit 10 Kilo auf den Zehen steht, ist das nicht dein Problem. Aber wenn es 150 Kilo sind, dann wird das schon langsam sehr schmerzhaft. Und das Nervensystem reagiert ähnlich. Beim auf den Fuß stehen sind es halt einfach die Sensoren, die Tastsensoren. Aber beim Nervensystem ist es, was im Körper drin läuft. Und der Arbeiter soll dann zukünftig, also 3,5-mal mehr ertragen müssen, 200 Volt pro Meter. Das ist das, was die IGNIRP jetzt bereits vorgeschlagen hat. Jetzt kommt es darauf an, geht das jetzt den üblichen Weg über die WHO wieder in die Behörden rein. Und das ist das, was ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, verständlicherweise. Und ich möchte zu den Schweizer Grenzwerten ein paar Dinge sagen. Es gibt da 3 Mogelpackungen, die man verstehen muss. Die erste Mogelpackung, die habt ihr alle schon mal gehört, dass die Schweizer Grenzwerte 10-mal strenger sind. Wer hat das noch nicht gehört? Eben, wer hat es schon gehört? Ja. Schauen wir uns das mal an. Es kommt darauf an, wie man misst. Man geht vom sogenannten Emissionsgrenzwert aus und der ist in Deutschland und in der Schweiz identisch. Je nach Frequenz, die drauf ist, nimmt man 4 bis 8 Meter Abstand zur Antenne und misst dann. Und das ist wirklich dasselbe in der Schweiz wie in Deutschland. Darf es maximal 61 Volt pro Meter haben.
Jetzt kommt der sogenannte NIS-Wert, nicht-ionisierende Strahlverordnung. Das ist der Vorsorgewert, der vom Bund aus aufgestellt worden ist. Und dieser Wert wird im Haus gemessen. Und die Hausdämpfung ist so, dass der Wert sowieso runtergehen wird. Stell dir vor, ein Traktor fährt auf der Straße vorbei. Wenn man auf dem Bürgersteig mit dem Messgerät misst, ist es immer viel lauter als hier im Raum drin. Und das ist identisch, vergleichbar mit der Hochfrequenz. So hat man also dann geschaut, ja, wie ist das eigentlich in den deutschen Häusern, und hat gemerkt, die erfüllen die genau selben Bedingungen wie in der Schweiz auch. Nichts von 10-mal besser in der Schweiz. Aber mit dem hat ja die Swisscom dann versucht zu sagen, ja, die Schweizer sind ja stabile Leute, oder? Wir sollten doch mindestens auch so viel aushalten wie die Deutschen. Also, in Gebäuden Schweiz und Deutschland ist der Messwert von 0 bis 8 Volt pro Meter identisch. Also die NIS-Verordnung können wir auch gleich auf Deutschland übertragen. Wir sind nicht besser dran. Mogelpackung Nummer 1. Jetzt kommt Mogelpackung Nummer 2. Man macht sich jetzt Gedanken, wie könnten wir die Messtechnik verändern, damit man die Messwerte nicht erhöhen muss. Und das sieht so aus. Bisher galt der Spitzenwert. Und jetzt hat sich sogar eben Doris Leuthard dafür bereit gemacht, dass man doch den Mittelwert nimmt. Also man mittelt alles. Und dann kommt man so weit runter, dass es kein Problem ist, mit der Leistungserhöhung von 5G weiterzugehen. Und man kann noch einen Schritt weitergehen. Man hat Tagesspitzen und, ups, das war der falsche Knopf, und man kann jetzt den Tagesmittelwert nehmen. Dann ist man noch weiter unten. Also so hat man mit der zweiten Mogelpackung die Möglichkeit, die bestehenden Grenzwerte zu lassen, und einfach so im Kleingestruckten kann man dann die Messtechnik wie verändern. Und kann dann durch die Presse lassen, die Grenzwerte werden nicht hochgesetzt. Ja, das ist die zweite Mogelpackung. Die zweite Mogelpackung ist vergleichbar mit einem Boxkampf. Also es wird ja nicht dauernd geschlagen. Und wenn dann der Boxer sagt, was für ein Schwächling, im Mittelwert ist der mit knapp 100 Gramm zu Boden gegangen. Das wird wahrscheinlich nicht einmal 100 Gramm sein, weil ein Schlag von irgendwie 150 Kilopond gemittelt über die Zeit gibt dann schnell mal irgendwie 100 Gramm. Und im Tagesmittel sind es dann lächerliche 3 Gramm. Also weshalb ist der K.O. gegangen? Und unser Nervensystem reagiert aber leider auf die Spitzenwerte und nicht auf die Mittelwerte. Das ist das, was zu dieser zweiten Mogelpackung zu sagen ist. Dann kommt die dritte Mogelpackung. Bislang hatten wir Grenzwerte für eine Antennenanlage, also sei das jetzt 2G, GSM, 3G, USM oder LTE, 4G. Und die normale Sendeleistung einer gemischten Antenne, die alle drei Netze abdecken kann, war bei 2,5 bis 3000 Watt Ausgangsleistung, ERP. Eine Strahlkeule macht 120 Grad, deckt das ab. Und das waren also maximal, im Durchschnitt waren das 3000 Watt. Und jetzt kommt das neue System, das funktioniert mit Beamforming, werde ich noch erklären, wie das geht, 5G. Gibt es jetzt die ersten Modelle halt auch im Internet anzuschauen mit den technischen Daten. Und erstaunlich ist, dass die Leistung wesentlich höher ist. 10-mal höhere Leistung. Also wenn du das mit deinem Zimmerofen machst, also ob ein Zimmerofen 1000 Watt abgibt oder 10.000 Watt, ist ein Riesenunterschied. Also 10-mal stärkere Sender. Eigentlich müssten die alle eine Baubewilligung haben. Wenn du dein Haus 10-mal höher machen willst, brauchst du eine Baubewilligung. Und
Die Mogelpackung ist jetzt folgendes, weil diese neuen Sender aufgeteilt sind in ein Sendemodul hat 64 oder 81 kleine Sendeeinheiten. Und dann haben diese Schlauberger gesagt, wir teilen einfach diese 25.000 Watt durch 64 und dann können wir sagen, wir sind sogar noch unterhalb von dem, diesem Wert. Aber es wird dir nicht gesagt, dass du in diesen 120 Grad ja nicht überall stehen kannst. Du kriegst nur einen kleinen Teil hiervon ab. Und du kannst auch hier nicht überall gleichzeitig stehen. Aber die Leistungsabgabe wird mehr sein. Es ist einfach ein Rechentrick, also eine klassische Mogelpackung, wie vorgenommen wird. Und nach diesem System sind diese 300 Mobilfunkantennen 5G-Standard aufgestellt worden. Das ist rechtlich mehr als Grauzone. Eigentlich ist das illegal. Also das ist dasselbe, wie du sagen würdest, ich nehme jetzt noch ein paar Asylanten, dafür mache ich das Haus. Ich nehme jetzt 64 Asylanten, dafür mache ich das Haus dreimal höher. Das braucht eine Baueingabe. Und es gibt Gemeinden, die das zurückgezogen haben, weil sie gesehen haben, dass er geht so einfach nicht. Schauen wir noch einen anderen Faktor an, der wichtig ist. Normalerweise früher haben wir auf den höchsten Gebäuden, also zurzeit haben wir die Mobilfunkantennen, weil wir von oben herab am meisten wie Zugang hatten zu den anderen Handys. Und weil jetzt relativ viel absorbiert wird, kommen die nach unten. Es gibt also schon erste Straßenlampen, da hat man die Sender mit eingebaut, die funktionieren schon. Also ich habe einen Kollegen in St. Gallen, der mir das erzählt hat, sein Hund ist nur noch unter das Bett gekrochen, seitdem die neuen Antennen da sind und er hat bestimmt nicht die Zeitung gelesen. Und ich glaube auch nicht, dass er es gemerkt hat, als er an den Straßenpfahl gepinkelt hat. Es ist einfach das Feld, das sein Nervensystem stört. Und zum Teil wird darüber diskutiert, in den Abflussdeckeln das zu montieren. Und du kommst dann mit dem Kinderwagen, Kind oder Großkind, und sprichst mit deiner Nachbarin. Das Kind ist auf dem Abflussdeckel und ist in einem absolut überhöhten Feld. Also, die Antennen liegen tiefer und sie bedienen einzelne Richtungen mit unterschiedlicher Frequenz und Stärke. Das ist eigentlich das Innovative des Systems. Jede Sendekeule kann individuell in der Leistung angepasst werden. Also das finde ich vom technischen Standpunkt aus eigentlich eine gute Entwicklung, allerdings nicht so. In einzelnen Sektoren wird die Leistung reduziert, um sich gegenseitig nicht zu stören. Also es ist sehr adaptiv, das System. In anderen muss dann irgendwie viel stärker gesendet werden, um zum Beispiel um ein Haus rum zu strahlen. Die Hörnfrequenzen, also wir sprechen da von 3,6 bis 28 GHz zurzeit, später bis 100. Dringen nicht mehr so gut durch Wände und Bäume. Deshalb müsste die Leistung und damit der gesetzliche Grenzwert erhöht werden. Deshalb die IGNIRP will von 61 auf 200 Volt pro Meter. Das ist das, was dann geschieht. Das ist ein Antennendiagramm, das ist von Ericsson, von einer ihrer Antenne. Da sieht man dann die Gefahrenzone 11 Meter. Das ist für die Arbeiter nur zugänglich, die sind ja stabiler. Und die andere Öffentlichkeit, die hat dann 25 Meter Abstand. Und das wird dann so rundherum gestrahlt. Also kann man diese Strahlenkräulen kann man sich dann rundherum so wie vorstellen. Für mich ist interessant zu sehen, was da geschieht von der Leistung. Im Abstand von 11 Meter an diesem Punkt, Abstand weg von der Antenne, haben wir 120 Volt pro Meter, das entspricht 40 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter. Wir merken uns mal diesen Begriff, 40 Millionen Mikrowatt. Wenn wir die NIS-Verordnung dazu nehmen, wirst zurzeit 90.000 auf deinem Bett oder in deinem Wohnzimmer erlaubt, mehr nicht. Das geht dann bei 11 Meter auf 40 Millionen, bei 25 Meter auf 10 Millionen hoch. Das sind Größenordnungen, die
schon ehrfürchtig machen. Und wenn man dann die Baubiologie konsultiert, die sagt, extrem wird es bei stärker als 0,2 Volt pro Meter. Und das ist über 100 Mikrowatt pro Quadratmeter, ist für Elektrosensible zu viel. Wenn wir das anschauen, wo wir hier hinwollen oder müssen, dann muss man sagen, das wird extrem. Elektrosensible müssten 3 Kilometer Abstand zu allen umliegenden Antennen haben, wenn dieser Standard kommt. Das wird schwierig. Das sieht nach Alpen aus. Also, einfach wenn ich das so sagen darf, also das ist dann fernab von der Zivilisation. 3 Kilometer im Umfeld. So sehen die Dinger aus. Es sind diese kleineren Kästen, ich glaube, das ist jetzt einer von Ericsson und da haben wir einen von Nokia angeschrieben. Also es gibt natürlich dann dort auch halt verschiedene Modelle, die zur Verfügung ist. Das ist die Steuereinheit, das sind die neuen Kästen. Eher quadratisch, ist der neue Standard. Und die gibt es auch sehr klein. Da ist der offen, da ist der geschlossen, die kann man dann zum Beispiel unten an einer Straßenbeleuchtung befestigen. Hier hat man dann auch noch eine Indoor-Anlage, also das werden wir dann zum Beispiel in Kaufhäusern sehen oder in Bahnhöfen mit drin. Und wenn wir das anschauen, sind das Platinen dreigeteilt, also in der Höhe, und die können jetzt wie verschiedene Strahlenkeulen abstrahlen. Ericsson sind es jeweils 64 Sendeeinheiten, die zusammenarbeiten, soviel ich weiß, bei Nokia 81. Durch eine gezielte zeitliche Versetzung des Signals kann der Strahl in eine bestimmte Richtung gesteuert werden und einem sich bewegenden Objekt folgen. Das ist das Innovative. Also wer Gentechnik hat, muss sagen, das hat schon was Bestechendes. Man kann den Strahl wie um die Ecke biegen, also von dort. Man braucht nicht mehr eine Antenne, die mechanisch gedreht wird, sondern man kann sie technisch über die Sendeabstrahlcharakteristik kann man sie drehen. Und man kann natürlich so auch einem Menschen folgen. Es ist also möglich, einem Auto zu folgen, um es zu steuern, oder auch einem Menschen zu steuern. Es ist gut denkbar, dass dieser Antennentyp den Skalarwellenanteil erhöht. Das ist das, was ich als nächstes erklären will. Weil jetzt kommen wir mal zu den biologischen Auswirkungen. Was geschieht genau im Körper und was macht das Problem? Also, ich versuche das Technische einfach und anschaulich zu erklären, aber das ist ein ganz wichtiger Teil. Wer das verstanden hat, kann sich auch viel besser schützen. Es gibt zwei verschiedene Wellenformen. Das eine ist die Transversalwelle. Wenn wir einander ein Seil in die Hand geben, können wir ja mit dem Seil so machen und dann gibt es so schöne Wellen. Oder man kann das auch auf, wenn man einen Stein ins Wasser schmeißt, dann sieht man diese Wellen, die sich so ausbreiten. Die haben eine Richtung. Das ist die Transversalwelle oder die Hertzsche Welle nach dem Physiker Hertz. Sie ist messbar. Nur die ist messbar. Mit einem Messgerät kann man das erfassen. Man kann die abschirmen. Sie erwärmt das Gewebe, das ist wichtig zu wissen. Nur die erwärmt das Gewebe. Wenn ihr das Thermobild noch im Kopf habt, also der Mann, der da 3 Minuten telefoniert hat, nein, 15 Minuten telefoniert hat, ist rot geworden, weil es das Gewebe erwärmt hat. Es gibt eine zweite Welle, das ist die Longitudinalwelle. Das ist wie eine Stoßwelle. Man sieht, es gibt Verengungen und Erweiterungen. Also Expansion and Compression, Ausweitung und Kompression, Longitudinalwelle, oder man kann hier Skalarwelle sagen. Es ist eine Stoßwelle, oder es ist Tesla, die Tesla-Strahlung. Tesla und Hertz waren Zeitgenossen und haben ein bisschen miteinander gestritten. Hertz hat sich dann durchgerungen.
Die Longitudinalwelle ist nicht direkt messbar. Das ist das Problem. Es gibt noch kein Messgerät. Es wird irgendwann mal eins geben, das ist zweifellos. Aber wir haben noch kein Messgerät zurzeit, das diese Longitudinalwelle erfassen kann. Und die ist im Nahfeld sehr stark und chaotisch. Und die ist nicht abschirmbar. Und das ist diejenige, die das biologische System stört. Die andere ist nur Erwärmung. Das da ist die Störung. Und das sagt auch eben, dieses Wissen habe ich von Professor Dr. Ing. Konstantin Meyer. Der ist der führende Forscher in der Skalarwellentechnologie. Und dieses Zitat ist für mich enorm wichtig. Eine technische Empfangsanteile nimmt den transversalen Anteil, also die hertzsche Welle, auf, während biologische Systeme nur mit dem longitudinalen Anteil, der Skalarwelle oder der Stoßwellewechsel, wirken können. Und an einer Feder ganz einfach gezeigt, das ist die Transversalwelle. Man kann also mit einer Feder, die da an der Wand befestigt ist, kann man so spielen. Das gibt eine Transversalwelle, das ist, was erhitzt. Und das andere ist die Stoßwelle. Die Stoßwellen kennen wir alle von der Autobahn. Wenn es die berühmten Handorgeln gibt. Irgendeiner macht ein komisches Manöver, der Nächste muss bremsen, der Übernächste auch, Überübernächste auch. Und das geht bis zum Stillstand. Und dann sind alle froh, jetzt geht's wieder, dann gehen alle viel stark aufs Gas und dann kommt der nächste Rückstau. Das ist also erlebbar auf der Autobahn. Wenn viele Menschen im Stress sind, haben wir diese Longitudinalwelle und die stört die Zellen. Also hier ist das Biologische, klingt hier ein. Und das ist nur Erwärmung. Nur, also ist auch ein wichtiger Teil. Und alle biologischen Systeme arbeiten mit diesen Transversalwellen. Ich habe dieses Bild lange angeschaut und dann habe ich es verstanden. Das ist von einer Studie von Professor Sem. Das ist eine Nervenfaser und die ist verbunden mit der nächsten Nervenfaser. Und jetzt hat man bisher geglaubt, dass da einfach ein Strom fließt. Und den braucht es nicht einmal. Weil das kommuniziert über die Longitudinalwellen. Und man sieht, hier ist eigentlich, da wäre die Autobahn wieder am Fließen und hier ist sie wieder am Stauen. Also das gibt dieses Handorgelsystem. Und das Verrückte ist, dass das eine bidirektionale, also es ist eine Verbindung, die in beide Seiten geht. Es ist die Eindrahtverbindung, die eben auch Tesla herausgefunden hat. Unser Körper arbeitet ganz genial mit einem System. So ist diese Nervenzelle mit dieser verbunden. Wenn ein Signal übertragen wird, ist das sofort dort. Es geht sogar schneller als mit Lichtgeschwindigkeit. Hier ist aber Professor Sem an der Studie und sagt, eines der Probleme bei Elektrosmog ist, dass diese Isolatorzellen, die Myelinmarkscheide, dass die abgebaut wird. Das sieht dann so aus. Elektrosensible Menschen verlieren diese schwanschen Zellen und dann liegen die Nerven wirklich blank. Du hast dann alle Signale, die von außen reinkommen. Hier ist es geschützt, also von seitlich kann da nichts reinkommen. Aber wenn wir hier sind, geht alles rein. Und das erregt das Nervensystem so stark. Und wer elektrosensibel ist, müsste mal wissen, dass B12 enorm wichtig ist, also das Vitamin B12 enorm wichtig ist, für Myelin aufzubauen. Und wenn das gespritzt werden muss, regelmäßig, B12 ist enorm wichtig, damit die Nerven sich wieder besser schützen können. Ah, Professor Hecht war es, Karl Hecht. Das ist der Effekt. Und ich muss jetzt wie einen Bogen schlagen, wenn es darum geht, diese Skalarwellen zu verstehen. Skalarwellen werden schon über 50 Jahren erforscht.
Aber uns sind immer noch nicht an den Universitäten. Immer wenn etwas sehr effizient und effektiv ist, sehr spannend, zum Beispiel für die Kriegsführung, wird es nicht unterrichtet. Das geht unter dem Tisch durch. Und eine dieser Anlagen, die damit arbeitet, ist HARP. Davon gibt es jetzt einige rund um die Welt. HARP war eine der ersten. Also man hat dann gesagt, also HARP heißt High Frequency Auroral Research Program. Man sagt also, man wolle die obere Atmosphäre damit untersuchen. Aber das ist viel mehr als das. So eine Anlage braucht locker den Strom von Mühleberg. Nur um euch das zu sagen, also was dort verbraten wird an Energie. HARP arbeitet mit Skalarwellentechnologie und ist in der Lage, Wetter zu manipulieren, Erdbeben auszulösen, Bewusstsein zu steuern. Wenn wir das so sehen, das ist das, was man herausgefunden hat. HARP ist effizient, wenn es über zwei Zonen wie eine Überschneidung gibt. Jetzt ist hier eine extreme Situation. Man kann hier wie Frequenzen mit reingeben. Das nächste Bild gehört dazu. Wenn HARP eingestellt wird, kann es solche Wolkenformationen geben. Das ist eben wieder die Skalarwelle. Hier hätten wir, dort wo die Wolken sind, hätten wir den Stau auf der Autobahn. Das ist dort, wo es die Kompression gibt. Und die Bewegungsrichtung ist jetzt so. Wenn man die Distanz messen könnte, kann man dann sogar die Frequenz, die Wellenlänge rausfinden. Also hier wird ein Signal in diese Richtung transportiert. Dumm wird's, wenn du dann noch ein Kreuznetz hast. Dann bist du hier mittendrin. Dann wird über deine Region irgendwie eine Frequenz mit eingeprägt. Und was man weiß über das Erdbeben auslösen, ist Folgendes. Man hat zwei gleichfrequente Skalarwellen, die aber umgekehrt polarisiert sind. Die können sehr genau gerichtet werden und dort, wo sie sich treffen, das kann 10 Kilometer unter der Erde sein, beginnen sie sich langsam aufzuschaukeln. Zwei Skalarwellen dringen in die Erde ein und treffen sich in 10 Kilometer Tiefe. Die dort freigesetzte Energie pulst so lange mit einer Frequenz von 4 bis 5 Hertz, das ist das, was es braucht, um dann ein Erdbeben auszulösen, bis das Gestein in Eigenresonanz gerät und ein Erdbeben auslöst. Das ist moderne Kriegsführung. Deshalb wird es nicht an Universitäten unterrichtet. Und das Dumme ist, dass man jetzt dasselbe mit Systemen, Funksystemen machen kann und dass 5G eigentlich das Potenzial hat, das zu machen. Wenn man zwei Sender hat und das dieselbe Frequenz, aber umgekehrt polarisiert reingibt, ist in der Überschneidzone, dann entsteht eine Pulsfrequenz, die sich richtig auf etwas übertragen kann. Und man kann das gezielt in einen Körper reinmachen. Also wir kennen das System vom Sonar, wenn es darum geht, Gallensteine zu zertrümmern. Da wird ein Ton wird von dieser Richtung, ein anderer von dieser Richtung gesendet und dort, wo sie sich überlagern, das muss dann genau auf der Höhe des Steins sein, wird dann eine Eigenresonanz aufgebaut, dass der Stein eben zertrümmert wird. Dasselbe System ist also auch möglich, über 5G reinzubringen. Mit 5G können Skalarwellen aus zwei Richtungen eine Interferenz erzeugen und im Körperinnen eine Frequenz anregen. Mit 5G könnte gezielt und individuell ins Leben eingegriffen werden. Mit 5G kann eine sehr effiziente Kontrolle aufgebaut werden. Das ist persönlich für mich das, was mich am meisten erschreckt hat. Ich kann nicht sagen, dass es mit diesem System, dass das eingesetzt wird. Aber es ist in der Natur des Systems, dass es möglich wird, das System so zu nutzen. Die Bedingung ist also, dass man aus zwei verschiedenen Richtungen gleiche Frequenz anders polarisiert. Und in der Überschneidzone gibt es dann den Effekt. Da
Das könnte also heißen, dass man ganz gezielt einen Menschen treffen kann, ausschalten kann, oder, und das ist die andere Sache, man kann ihn auch heilen. Je nach Frequenz, die man reingibt. Man kann diese Frequenzen für Krankheit einsetzen oder für Heilung. Also deshalb, es ist nicht das System das Böse, sondern es ist die Frage, wie es dann eingesetzt wird. Die Frage hat mich aber so wie weitergeführt und bis zum Club of Rome, der 1972 dieses die Grenzen des Wachstums, dieses Buch rausgegeben hat. Die Grenzen des Wachstums ergeben sich durch die begrenzten Ressourcen des Planeten. Deshalb darf die Weltbevölkerung nicht im selben Maß weiter zunehmen. Das, der Club of Rome sind die führenden Wissenschaftler gewesen, die sich eben in Rom oft getroffen haben, manchmal auch auf dem Birkenstock, und haben Dinge herausgefunden, dass es zu einem Kollaps kommt, wenn wir im selben Rhythmus wachsen. Also muss gebremst werden, damit die Ressourcen reichen. Und das Tragische ist dann, dass man daraus folgen muss, okay, aktive Geburtenkontrolle würde eindämmen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, in China hat man nach dem ersten Kind hat man die Eierstöcke der Frau hat man mit Mobilfunkstrahlung etwas stärker unfruchtbar gemacht, ohne sie zu fragen. Das ist China. Also aktive Geburtenkontrolle. Aber man kann natürlich auch mit 5G ließe sich das problemlos realisieren. Man kann Krankheiten und Seuchen nutzen, um die Weltbevölkerung einzudämmen. Ich kann nicht sagen, ob das stimmt, aber ich habe verschiedene Quellen gelesen, wo der AIDS-Virus über die Gelbsuchtimpfung in Afrika eingeschleust worden ist. Also, ja, weil sie wollten, dass nicht zu viele Leute da sind, weil sie Angst hatten, es reicht nicht mehr für alle. Das ist das Schwierige. Es ist eine Tragik dahinter. Aber es ist wichtig, irgendwie wie das anzuschauen, ohne es wie zu verurteilen. Und natürlich Kriege und Katastrophen würden eindämmen. Also ich weiß nicht, wie mancher Krieg angezettelt wird. Also wir müssen da nicht nur an Irak denken, aber es hat etwas. Und in diesem Sinn habe ich dann, möchte ich ein paar Zitate von einem wirklich Kenner der Materie Mobilfunk mit einflechten. Das ist der Dr. Barry Trower. Er ist ehemaliger Offizier der Royal Navy, ist seit 1959 am Erforschen der Mikrowellenstrahlung, war schon beim Kalten Krieg dabei, als sich die Amerikaner und Russen gegenseitig die Botschaften zertrümmert haben, und zwar mit ganz feinen Frequenzen. Er hat eine Dissertation über Mikrowellenabsorption, also wie viel der Körper davon aufnimmt, gemacht. Also von dort her wirklich ein Kenner. Er hat elf Jahre lang Spione im Kalten Krieg verhört. Also wie sie das gemacht haben, welche Frequenzen sie genutzt haben, etc. Unabhängig forschender Wissenschaftler ist er heute und bereist die Welt, um darauf aufmerksam zu machen. Und ich traue nicht jedem Wissenschaftler, aber was er gesagt hat, hat mich aufhorchen lassen. Also bei der Mikrowellenkriegsführung ging es damals darum, Frequenzen zu finden, die Teile des Gehirns und des Körpers verändern können. Es wird schon seit 1959 ganz bewusst geforscht, welche Frequenzen verändern was im Gehirn und im Körper. Zum Beispiel gibt es eine Frequenz, die die Darmfunktion zusammenbrechen lässt. Eine andere, die sie dazu bringen kann, Selbstmord zu begehen. Eine andere, die Krebs auslöst. Und 5G lässt alles individuell zu. Und das ist dann wissenschaftlich nicht mehr nachvollziehbar. Man könnte also mit diesem System dem einen Darmkrebs verabreichen, dem anderen einen Herzinfarkt und dem dritten einen Suizidgedanke. Erstaunlich.
4500 biologische Strukturen können mit Mikrowellen beeinflusst werden. Also so viel die Forschung. Natürlich gibt es noch weitere und da wird auch weiter geforscht, was man machen kann. Er sagt, 5G ist eine Tarnwaffe. Seit dem Kalten Krieg sind Mikrowellen raffinierter und genauer geworden, um Menschen in einem Bereich ihres Körpers gezielt krank zu machen. Sagt er. Mittlerweile können mit 750 verschiedenen Impulsfrequenzen Störungen im Körper ausgelöst werden. Und du kannst sie kombinieren, wie du willst. Es gibt immer andere Symptomatiken. Nicht mehr nachvollziehbar. Also wenn die Strahlung weg ist, ist nicht mehr beweisbar, was da geschehen ist. Zwei der 5G-Frequenzen sind tödliche Waffen, wurden also auch schon so eingesetzt, dass man diese Lethal Weapons, also die tödlichen Waffen. Mikrowellen können in der biologischen Kriegsführung aus der Nähe oder aus großer Entfernung eingesetzt werden. Im oberen Frequenzbereich kann man damit Volksmengen kontrollieren. Also da braucht Macron sich keine Sorgen mehr mit den Gelbwesten zu machen und niemand mehr braucht sich dann Sorgen zu machen, der an der Macht ist. Eine Frequenz wird der Growler genannt, sie zwingt Soldaten sofort in die Knie. Also man kann mit Frequenzen beeinflussen. Kürzere Wellenlängen verursachen mehr Störungen, Augen, Ohren, Haut, Fortpflanzungsorgane. Einer, der seit 1959 daran forscht, denke ich, sollte angehört werden, bevor man ein System durchwinkt. Bei Testen an Rindern auf einem freien Feld sind an die 100 Rinder gestorben. Besonders dramatisch wird es für Insekten, die am Anfang unserer Nahrungskette stehen. Viren und Bakterien hingegen gedeihen unter Mikrowellen jedoch erstaunlich gut. Das schwächt auch das Immunsystem der Bäume. In der Nahrungskette stammen sogar beim Fisch 70% vom Baum. All die Blätter, die Nahrung geben, in den Flüssen bis ins Meer geben, das steht am Anfang der Nahrungskette. Also der Baum, wenn der verschwindet, verschwinden wir folglich auch. Mikrowellen können stehende Wellen in der Erde aufschaukeln und ein Erdbeben auslösen oder das Wetter verändern. Wie gesagt, er hat fast 60 Jahre geforscht an dem. Die Impulse dringen ins Gehirn ein. Man kann damit einen Rausch, Aggression, Halluzination, Hunger, alles auslösen. Erstaunlich. José Delgado, spanischer Forscher, konnte in den 70er Jahren einen angreifenden Stier zum Halten bringen. Also ein Stier, der voll in Rage ist, hat er mit einem Gerät befeldet und hat natürlich den Torero dann völlig aus der Fassung gebracht, weil der dann nicht mehr angreifen wollte. Er ist aber noch weiter gegangen. Mit der entsprechenden Impulsfrequenz konnte José Delgado Frauen sexuell erlegen oder Männer dazu bringen, einen Raum zu zerstören. Er ist deshalb in Verruf geraten. Ich weiß nicht, ob wegen den Frauen oder den Männern. Auf jeden Fall ist es möglich, dieses System einzusetzen, dass man anders sich verhält. Und das liegt ein bisschen am Aufbau des Gehirns und eben der Gehirnfrequenzen. Wenn man ein Elektroenzephalogramm macht, ein EEG, sieht man, dass verschiedene Frequenzen mal aktiver und mal weniger sind. Man unterscheidet vier Hauptfrequenzen. Beispiel Beta. Also der angreifende Stier war irgendwie wahrscheinlich nahe bei 30 Hertz. Der wollte in dieses rote Tuch rein. Alpha ist im normalen Wachzustand. Und vermutlich hat ihm dann José Delgado eine Theta-Schwingung gegeben, hat ihn wie in einen Trance-Zustand reingebracht. Dann hat er vergessen, weshalb er da eigentlich gesprungen ist und hat einfach aufgehört. Also man kann mit der richtigen Frequenz etwas auslösen. Tiefschlaf wäre dann die Delta-Schwingung, also von 1 bis 3 Hertz. Und jetzt je nachdem, was man geben will, kann man da viel machen damit. Ich
bin überzeugt, dass 5G wahrscheinlich schon die Vorgängermethoden möglich ist, für die Großbetriebe Werbung ins Unterbewusstsein direkt reinzugeben. Ob das dann in das Delta oder in das Theta reingeht, genauso wie wir früher beim Kino irgendwie nur ein Bild, ein Coca-Fläschchen gesehen haben in einem Kinofilm und dann hatten alle Durst nach Coca-Cola in der Pause oder nach einem Eis, je nachdem. So kann man also über dieses System, kann man Bedürfnisse schaffen. Ist jetzt das gut oder nicht? Für die Wirtschaft? Für uns? Es ist eine provokative Frage. Und da stellt sich dann die Frage, ja, was sind eigentlich die Architekten dieses Systems? Denn ich habe, je länger, dass ich mich mit diesem System befasst habe, habe ich sagen müssen, ich weiß immer weniger, was eigentlich alles auch noch dahinter ist. Natürlich ist wahrscheinlich das Silicon Valley nicht unbeteiligt, dass die Kinder der Erfinder dort nicht die Systeme nutzen dürfen. Der Barry Trauer sagt, in den meisten Ländern entscheiden nur ganz wenige Leute über das Geschick des Landes. Eben zum Beispiel die Einführung von 5G. Nur 24 Personen kontrollieren 42% der Weltbevölkerung. Also dort, wo die Industrienationen zu Hause sind. Und die 24 Personen, die sind eingeweiht. Ich weiß aber nicht, wer es ist. Ich gehöre noch nicht dazu. Und ich möchte jetzt, wie ich weiß, das war ein bisschen scharfer Tobak, aber ich möchte euch wie auch noch mit positiven Informationen wie zurücklassen. Und eines ist, ich denke, wir haben zwei Entwicklungswege, die zurzeit wie sichtbar sind auf der Erde. Das eine ist eine Verstärkung des Kontrollbewusstseins. Man kann sagen, das ist wirklich im 3D, also im dreidimensionalen Zuhause. Einige wenige führen, der Rest muss folgen. Und dieses System ist natürlich dazu aufgebaut. Belohnung oder Strafe gibt es. Wenn man nicht so tut, wie man soll, braucht Überwachung. Dieses System verbraucht aber auch sehr viele Ressourcen. Zusammengefasst ist es eigentlich da dieses Auge auf der Dollarnote, die das zeigt. Eine abgehobene Elite, die über den Rest entscheidet und steuern kann. Und 5G ist ein erschreckend geniales System, um zu steuern, nicht nur Autos. Auf der anderen Seite entsteht aber eine immer stärker werdende Bewegung, die man das Schwarmbewusstsein nennen könnte. Dort merken Leute, dass wenn sie zusammenarbeiten, also eine Synergie bilden, dass alle schneller wachsen. Es gibt wie eine freiwillige Co-Kreativität. Man arbeitet zusammen. Man findet echte neue Lösungen. Und es gibt eine exponentielle Entwicklung in der Intelligenz. Also das Gehirn wird da plötzlich ganz anders aktiviert. Und das sind Gruppierungen, die für nachhaltiges Leben sind. Und wenn ich da wie dieses Symbol vom Schwarmbewusstsein, von einem starren Schwarm, es ist aus einem Video raus, die tanzen so und zufälligerweise hat es dann so wie eine Vogelformation gegeben. Das ist aber ein wunderschönes Symbol, wie das eigentlich funktioniert. Man hat sich wissenschaftlich gefragt, ja, wer führt hier? Niemand, alle zusammen. Es ist ein völlig neues System. Und ich denke, dass das so wie ein Teil ist, wo wir uns weiterentwickeln werden, egal, was immer für Techniken kommen. Ich glaube nicht, dass die Entwicklung sich aufhalten lässt. Und je mehr, dass wir verstehen, wenn wir wie einander gegenseitig unterstützen, desto schneller kommen wir dorthin. Wir können nur noch die Kollateralschäden wie wählen. Wie viel sind es? Und ich kann, mittlerweile habe ich so viel gelesen über 5G, dass ich weiß, die Kollateralschäden werden erheblich sein, wenn das wirklich in diesem Maß so schnell reinkommt, wie Sie das geplant haben. Zum Abschluss so ein paar Dinge über die Grenze raus, die Diktatur der Algorithmen. Da steht auf dem Handy, Sie sind keine vertrauenswürdige Person. Leider können wir Ihre Buchung nicht durchführen.
Dieser Satz poppt auf dem Handy von Liu Hus, das ist, er ist Investigativjournalist, auf, sobald er ein Flug- oder Bahnticket buchen will. Es ist nicht mehr ein Mensch dahinter, der das steuert. Das ist alles nur programmiert. China baut mit 5G gerade eine automatisierte Totalüberwachung auf. Also das wird programmiert und dann läuft's. Dann ist es wie nicht mehr zu stoppen. Und zwar gibt es so ein sogenanntes soziales Kreditsystem. Bist du guter Bürger, kriegst du Kredit. Bist du schlechter Bürger oder reagierst du nicht so, wie die Partei das will, bist du schlechter Bürger und es wird dir Kredit weggenommen. So funktioniert das System. Je tiefer die Einstufung, desto mehr Privilegien verlierst du. Es kommt das Problem, der Kontakt mit niedrig eingestuften belastet das eigene Konto. Kann sein, dass deine beste Freundin oder dein bester Freund dann niedrig eingestuft wird und du musst ihn verlassen, damit du nicht auch noch weiter runter gehst. Das ist Verbannung. Niedrig eingestuft werden damit durch Algorithmen verbannt. Neben Autos lassen sich mit 5G sehr gut auch Menschen steuern. Klar kann man immer sagen, ja, die Chinesen sind extrem. Das ist jetzt in 2 Städten, läuft das als Pilotversuch und das wird garantiert über die wichtigen Metropolen ausgebreitet. Also dann musst du einfach irgendwie diesem elitären System dich unterordnen oder sonst hast du keine Privilegien mehr. Wer die Kontrolle hat, also ich finde es wichtig, manchmal so wie einen Blick hinter die Kontrolle zu machen. Wer kontrollieren muss oder verstärken muss, hat das Vertrauen verloren. Also wenn unsere Regierung 5G einführen will, hat sie offensichtlich auch nicht mehr so viel Vertrauen in uns. Hat etwas zu verbergen. Immer. Wer kontrollieren muss, hat etwas zu verbergen. Hat Angst, Macht zu verlieren. Steht selbst unter Kontrolle. Oder will eine Entwicklung verhindern. Ob es jetzt diese Entwicklung in dieses Schwarmbewusstsein ist, sei dahingestellt. Aber das Geldsystem funktioniert natürlich im Schwarmbewusstsein anders als im Kontrollsystem. So sieht das in China aus. Wie viel von denen dann aktiv irgendwie noch einen Sendeimpuls geben können, bei denen da bin ich mir nicht sicher, ob das Sender sind. Das ist Licht, das sind Kamera, das sind drehbare Kamera, das ist Licht. Also da passiert Interessantes. Ja, jetzt ist die Frage, wie viel Widerstand dem System geben? Macht das Sinn oder nicht? Eigentlich leben wir in einer Demokratie. Weshalb sind wir nie gefragt worden, ob wir 5G wollen oder nicht? Wir sind ja nicht einmal informiert worden, was es eigentlich genau alles ist. Weshalb sind ohne Baueingaben bereits über 300 Antennen aufgestellt worden? Als Bagatellveränderung, also von 3000 Watt auf 25.000 Watt, Bagatell. Macht es jetzt Sinn, Widerstand zu geben, ist die Frage. Und dort haben wir ein zweischneidiges Schwert. Und das möchte ich euch wirklich erklären. Achtung! Wer gegen etwas ankämpft, macht es meist noch stärker. Das haben wir beim Terrorismus gesehen. Die beste Art, den Terrorismus aufblühen zu lassen, ist, gegen ihn zu kämpfen. Und wer in der Kindererziehung ein bisschen wachsames Auge hat, wird immer merken, Widerstand zu geben, macht das Problem immer ärger, nicht besser. Stellung beziehen, ja, jedoch ohne emotionale Verknüpfung ist wichtig. Und das möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Versucht das zu verstehen, was geschieht, wenn man sich emotional verknüpft. In dem Moment, wo man sich emotional verknüpft, macht man eine Skalarwellenverbindung, wie eine stehende Welle. Und dann hast du den schwarzen Peter gezogen. Also je mehr man wird gegen das System emotional ankämpfen, desto mehr wird es dich beeinflussen. Und das braucht fast wie eine meditative Kultur, in sich zu beobachten, gebe ich jetzt Widerstand auf der emotionalen Ebene oder nicht. Und das ist wichtig irgendwie, wie
dort nicht einzuklinken. Ich kenne genügend Elektrosensible, die kämpfen innerlich gegen das System und leiden immer mehr. Also das ist der erste Schritt, ist wichtig, dass man das versucht zu lösen. Und das ist das, was Konstantin Meyer sagt. Resonanz ist, das ist wichtig zu fotografieren. Resonanz ist eine Synchronisation zweier Quellen, die in gleicher Taktfrequenz, aber entgegengesetzte Polarität schwingen. Informationen werden dann ausgetauscht und Energie übertragen. Wer kein Problem hat mit dem System, kann körperlich am besten davon wegkommen. In dem Moment, wo irgendwo emotional ein Gegendruck entsteht, klingst du ein. Und das zu verhindern, wenn du das mitnehmen kannst heute Abend, hast du viel gewonnen an diesem heutigen Abend. Wie zu verstehen, zu beobachten in dir selber, gibt es da irgendwie wie Emotionen, die gegen ein System gehen? Die musst du loswerden. Sonst klingst du ein in das System. Also es ist wichtig zu verstehen, wo geht deine Resonanz hin? Und eigentlich müssten wir über die Gesundheit, einer der wichtigen Taktgeber ist natürlich das Herz, der Herzschlag, aber auch der Tag-Nacht-Rhythmus. Und dann die Schumann-Resonanz, die Eigenresonanz der Ionosphäre, aber auch verschiedene Wellen, Geomagnetwellen, was von der Erde kommt. Also ein Waldspaziergang ist genial, um Dinge zu löschen. Möglichst eben nicht irgendwo, was zu viele Antennen hat. Aber wenn du deine Eigenfrequenz stärkst, gibst du den Zellen das Signal, dass sie hier einklinken soll. Dort soll die Skalarwelle andocken und nicht auf der anderen Seite bei der Technik. Je mehr WLAN, Decktelefon oder Mobilfunk oder TV-Box oder Bluetooth oder drahtlos Sonos, also Systeme, also Lautsprechersystem, Elektrosmog allgemein. Wenn man das hier reduzieren kann, dann erhöhst du die Chancen, dass du kein Problem hast mit dem. Das braucht halt manchmal auch eine Messung. Und das hat mich zu dieser Regel geführt. Die vier A's. Ausschalten, was man nicht braucht. Mal ganz bewusst durch den eigenen Haushalt zu gehen. Brauche ich das alles ständig am Arbeiten? Ja, ich mache Messungen und ich habe schon so viele Haushalte gesehen. Die haben eine TV-Box, haben ordentlich ein Kabel von der Box mit dem Fernseher verbunden, aber die Box strahlt trotzdem. Das merkt man natürlich dann erst mit dem Messgerät oder wenn jemand sensibel im Raum ist. Also es gibt Geräte, die senden einfach ständig. Und die wie auszuschalten, was man nicht braucht. Eine TV-Box, die mit einem HDMI-Kabel verbunden ist, die braucht nicht zu strahlen. Also das kann man ausstellen. Abstand nehmen ist das zweite A. Also wenn man weiß, der Nachbar hat hier irgendwie gerade sein Büro mit dem WLAN, dann ist das Bett hier vielleicht nicht so gut. Dann müsste man vielleicht das andere Zimmer nehmen, wo dahinter das Badezimmer ist vom Nachbarn. Abschirmen, absorbieren, das kann teuer werden oder eben das Absorbieren werde ich noch vorschlagen oder vorstellen mit Peter zusammen. Und dann ist der Körper, das Aufbauen der Körperresonanz enorm wichtig. Und Indoor, wer hat noch ein Funktelefon? Schauen, ob das ein Eco-Mode Plus Standard ist. Eco-Mode Plus. Und dann müsste man es in der Betriebsanleitung schauen, dass man es aktiviert. Eco-Mode Plus stellt den Sender aus nach dem Telefonat. Eco-Mode ohne das Pluszeichen reduziert die Sendeleistung. Dann WLAN. Ich bin ein Verfechter von guten Kabelnetzwerken. Also ohne WLAN. Und wenn man ein WLAN hat, einfach nur einschalten, wenn man es braucht. Weil man geht sonst in die Fremdfrequenz rein. Und das Handy hat eigentlich den Vorteil, dass es nicht ein Dauersender ist. Es versucht den Akku zu schonen. Nicht unbedingt die Gesundheit, sondern den Akku. Und heute ist das eigentlich Standard, vor allem Texte und wenige Gespräche, wenn Gespräche mit dem Headset. Weil im Nahfeld des Handys sind die Wellen so chaotisch, dass eben Zellstrangbrüche schneller stattfinden.
Ich habe diese Woche gleich vor 2 Tagen wieder ein Gespräch gehabt mit einer Frau, die hat den Sohn von ihrer Freundin ist gestorben mit 23, Gehirnkrebs. Auf der Seite, wo er das Handy ständig hat. Hätte nicht geschehen müssen mit einem Headset. Mit 23. Und dann gibt es eben dieses System, also wenn du dann den einen oder anderen wie zeigen kannst, ein Blitzableiter für das System, dass du die Skalarwelle nicht auf deinen Zellen wie andocken lässt, sondern auf einem Gerät. Es ist Forschung dahinter von verschiedenen Wissenschaftlern, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir müssen mal zuerst verstehen, wo dockt im Körper Elektrosmog an? Wo dockt diese Skalarwelle an? Und was sie herausgefunden haben, also das ist wichtig, ist, dass es im mineralischen auf der mineralischen Ebene andockt. Deshalb wird bei vielen zuerst der Calciumhaushalt aus dem Gleichgewicht gebracht und dann der Magnesiumhaushalt. Es kann dann Zink und Eisen können dann folgen. Aber die Mineralien sind enorm wichtig, dass die im Gleichgewicht bringen. Und das hat sie dann dazu gebracht, wie etwas zu entwickeln, wo sie die Mineralien in Hülsen reingepackt haben, die nachgemischt sind dem Körper. Also da hat sie die gleichen Mineralien drin wie in deinem Körper. Und sie leiten jetzt das Signal mittels der Antennen, leiten sie in diese Hülse ab, um es dort wie als Blitzableiter zu binden und nicht in den Zellen. Ich habe für mindestens 12.000 Franken Elektrosmog-Entstörgeräte gekauft und gemessen und ich muss sagen, das meiste ist Schrott oder ist den Preis nicht wert. Und da kann ich wirklich mit ganz gutem Gewissen sagen, das Ding ist genial. So sieht das innen aus, das ist das, was dann irgendwo so in dem drin zum Beispiel drin ist oder in ein bisschen kleinerer Variante in diesem Teil. Also das Wirkprinzip kurz erklärt, hoppla, da habe ich weiter gedrückt. So ist es. Also in eine Hülse mit dem Mineralstoffgemisch wird das elektrische Hochfrequenzsignal abgeleitet. Es wird wie dort gebunden. Es ist wirklich wie als Blitzableiter zu verstehen. Und es gibt es in verschiedenen Varianten. Ich habe jetzt da zum Beispiel so einen kleinen, habe ich immer auf mir, auf dem Schlüsselbund. Es gibt in verschiedenen Farben oder 2 Farben. Es gibt einen größeren zum Mittragen, den habe ich jetzt heute nicht hier. Oder da im Koffer gibt es den Dom oder dann den Kegel. Und was ich wirklich toll finde, ist, dass Peter, wir kennen uns jetzt mittlerweile fast schon 20 Jahre. Ah, das ist der neue. Habe ich noch nicht einmal. Ich will ein Update. Er ist wirklich jemand, der gute Produkte vertreibt und weiß, man muss das manchmal auch testen können, um zu wissen, ob es was taugt oder nicht. Und das ist das Schöne, also du hast irgendwie ein Angebot, dass man das ausprobieren kann und irgendeine Bearbeitungspauschale hat, halt, weil es auch hin und her geschickt werden muss. Man muss das ausprobieren können, was es einem bringt. Als ich den Plastikteil, den schwarzen da von diesem aufgestellt habe, habe ich den Eindruck gehabt, wie, oh, jetzt ist wie ein Ton ist weg. Kennt ihr das? Die Heizung läuft die ganze Zeit und man merkt es erst, wenn sie dann ausstellt. Und das war so wie das Gefühl, das ich da hatte. Und mein Lieblingsteil ist mittlerweile das, dass ich unter dem Bett habe, da kann man dann noch dieses Zirpenöl, Arfenöl reinbringen, das, von dem weiß man, dass es das Nervensystem sehr gut beruhigt. Also Peter wird auf jeden Fall zur Verfügung stehen für Fragen, um Fragen zu beantworten. Schön ist, dass es ein System ist, das von 3 verschiedenen wissenschaftlichen Instituten auf die Wirksamkeit überprüft worden ist und alle haben gesagt, das Ding funktioniert. Ich muss dazu sagen, es ist nicht immer in jedem Fall irgendwie alles weg, aber es erleichtert es dem Körper.
Wenn wir ein Blutbild nach 5 Minuten Handygespräch ohne RayGuard vergleichen mit einem Blutbild 5 Minuten Handygespräch mit RayGuard, sieht man den deutlichen Unterschied. Also das Blut bleibt flüssiger, es kann die Funktion, die es hat, kann es erfüllen. Ja, damit möchte ich langsam zum Abschluss kommen, dass dann auch hoffentlich noch Fragen sind, wenn ihr nicht schon völlig erschlagen seid. Ich habe aber zuerst Fragen, die ihr euch selbst oder vielleicht halt mal auch einem Regionalpolitiker stellen sollt. Unterstützt 5G unsere Gesundheit? Und ich beantworte die Fragen hier direkt. Wenn nicht wirklich Frequenzen eingespeist werden, die der Gesundheit dienlich sind, kann man das deutlich mit Nein sagen. Man könnte mit diesem System aber auch gesundheitsfördernde Frequenzen geben. Und das wird ein bisschen das Fatale, wenn dann plötzlich einige Villenviertel andere Frequenzen bekommen als die Slums. Hilft 5G den Tieren und Pflanzen? Nein, ich glaube es kaum. Und das ist mit den Resonanzwellen zu erklären, leider. 5G, ist 5G für Bienen und Insekten unschädlich? Nein, das ist überhaupt nicht erwiesen. Es gibt noch nicht einmal ein anständiges Messgerät, um das zu messen. Und trotzdem wird es durchgewunken. Stellt euch mal vor, die Pharma könnte so ihre neuen Antibiotika auf den Markt werfen oder ihre neuen Cortison-Produkte. Ohne dass es getestet wird. Aber hier wird es gleich an allen getestet. Stärkt 5G das Immunsystem der Bäume? So wie wir die anderen Systeme kennengelernt haben, muss man sagen, leider nein. Verringert 5G den Stromverbrauch? Massiv nein. Das ist wirklich, dass das nicht durchgerechnet wird. Dass man darüber nicht spricht, also das kreide ich dem Bund schon fast an. Damit, dass niemand mal da die Rechnung macht. Die anderen Systeme werden nicht ausgestellt. Und wenn wir gesehen haben, dass die 10-mal mehr Strom fressen und es braucht viel mehr Antennen, also die nächsten AKWs stehen schon in der Pipeline, wenn das Ding kommt. Reduziert 5G die Umweltbelastung? Also mit den Windeln habe ich es hoffentlich deutlich genug erklärt. Und es wird auch dein Butterpapier ein Chip haben und deine Milchtüte hat dann einen Chip. Weil sonst kann dein Kühlschrank nicht nachbestellen, was du aufgegessen hast. Und das muss auch ein Sensor haben, der dann misst, wie viel Milch ist noch im Pack. Das geht dann alles in den Müll. Können wir uns das noch leisten? Nein! Weshalb wird dieses System durchgewunken? Schont 5G die Ressourcen der Erde? Nein! Nie! Löst 5G das Problem der Kinderarbeit in den Drittweltländern? Wo geben wir unseren Sondermüll hin? Wir machen das nicht. Wir geben das einfach in ein Drittweltland. Fördert 5G freies Denken ohne Mind-Control? Kann mir niemand garantieren. Man kann mit diesem System sehr viel Mind-Control aufbauen, wenn man den will. Ob es gemacht wird, weiß ich nicht. Schützt 5G vor einem System-Blackout? 5G wird genial für die modernen Schlachten. Du kannst ein Land innerhalb von ein paar Stunden lahmlegen. Also wenn das kommt, habe ich schon das letzte Mal gesagt, dann ist es gut, wenn man ein paar tolle Hacker im Freundeskreis hat. Vielleicht kann man dann irgendwie gesunde Frequenzen drauf machen oder sonst etwas. Reduziert 5G die Möglichkeit für Cyberwar? Nein, also das wird ziemlich ein Problem geben. Ich mache das hier kurz als Zusammenfassung. Wie kann es andocken? Und ich möchte, dass das mitgenommen wird. Also zu nahe starke Sender vermeiden, das ist wichtig. Dass deine Zellen nicht mit dem Sender in Resonanz gehen, sondern eben mit der Eigenfrequenz. Versuch auf jeden Fall eine emotionale Verhaftung zu vermeiden. Es bringt dir nur Unglück, kann man sagen, und Probleme. Und das Dritte ist, da kann ich keine Garantie geben, wenn du gesellschaftlich zu persona non grata geworden bist, dann kann das System so ausgebaut werden, dass du ziemlich elegant ausgeschaltet wirst. Leider. Also,
Das erste ist wichtig, dass man das minimiert. Das kann man manchmal mit dem Messen machen. Das zweite ist wichtig, dass man die Resonanz löscht. Also dort ist der RayGuard wirklich von mir aus gesehen das absolut genialste, was es gibt. Und vom freien Willen Gebrauch machen. Es ist wichtig, dass man sagt, hey, wir sind hier in einer Demokratie. Wir haben ein Mitspracherecht. Wir wollen dann noch einmal über die Bücher als Gemeinschaft und wollen schauen, ist das wirklich das Nächste, was wir brauchen, 5G? Ich denke nicht. Wir haben andere Probleme zu lösen. Also das ist, meine ich, mit dem vom freien Willen Gebrauch machen. Es kann aber auch helfen, also wenn du irgendwie ein komisches Körperempfinden hast, dann Abstand zu nehmen, ist ein wichtiger Teil, dass das funktioniert. Ein Mindmap zum Schluss. Die 5Gs der fünften Mobilfunkgeneration könnten wohl auch stehen für Grenzwertschwindel, für Gefahrenverdrängung, für Gesundheitsgefahr, für Gedankenkontrolle, für Generalentmündigung. Das sind einige schwierige Themen, die ich angesprochen habe. Deshalb möchte ich ein Zitat von einem Arzt geben, zum aufbauenden Schluss. Ein gesundes biologisches System ist lernfähig. Die Evolution hilft uns also. Es beantwortet Reize so, dass sich seine innere Ordnung durch die Irritation erhöht. Wenn 5G kommt, braucht es auch Menschen, die Tieren und Pflanzen helfen. Und eigentlich hätten wir, das ist meine Meinung, die Gabe, dass wir andere Lebensformen unterstützen können. Also ich möchte damit sagen, über den Tellerrand hinausblicken und schauen, vielleicht gibt es dann wie Arbeitsgruppen, die helfen, dass zum Beispiel Insekten besser überleben können. Ich denke, dass das möglich ist. Und das System hat viel Negatives drin, darum bringe ich zum Schluss den Mephistopheles vom 5 Goethe Faust. Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Es ist nie alles so verkorkst, wie es dann im Internet halt auch steht. Ich glaube, es ist eine Riesenchance, wirklich zu erwachen und zu wissen, wo wollen wir als Menschheit hin. Aber mit Ignorieren ist das nicht getan. Das ist das Wesentliche. Und wirklich die Eigenfrequenz halten und die Fremdfrequenz reduzieren. Bei der Eigenfrequenz sind es positive Gefühle und Gedanken, das Gesetz des freien Willens, an die Natur andocken, mit nach außen gehen, gesunde Ernährung, Meditation kann sehr gut helfen. Und bei der Fremdfrequenz, Offline-Zeiten, auch wenn ihr Kinder habt oder Großkinder, bitte schaut, dass dass das wie zur Gewohnheit wird, Offline-Zeiten einzusetzen. Nutzung mit Vernunft, Angst auflösen, Angst bringt uns nie weiter. Abgrenzung ohne Gegendruck, eben dieses emotionale Einkoppeln vermeiden. Und es kann wirklich für einige sehr wertvoll sein, wenn man mit dem RayGuard versucht, wie sich Unterstützung zu geben. Und damit bin ich zum Schluss mit dem Witz, hier sind die Drähte jetzt weg. It is a bit freaky with this wireless technology. Oder auf Deutsch, es ist ein bisschen spooky mit dieser Drahtlos-Technologie. Es ist es in der Tat. Ich hoffe, ich habe euch wie ein paar Impulse zum Weiterdenken gegeben.